Auf jeden Fall, wenn Selbstmitleid bei mir aufkam, habe ich immer gearbeitet. Ganz laut. Kommt, gibt es hier Frauen, die ähnlich sind? Ihr arbeitet und zwar ganz laut. Ihr knallt Türen zu und Schubladen zu. Ihr saugt absichtlich dort, wo die anderen sind. Und als ich mich dann in Rage gearbeitet hatte, sodass ich endlich den Tränen nahe war, habe ich mich ins Badezimmer geflüchtet. Ganz hinten im Haus. Ich habe mich auf den Boden gekniet und die Toilette umarmt. Und ja, ich lehrte damals bereits die Bibel. Ich leitete einen Bibelkreis bei mir zu Hause, zu dem 25 Leute kamen, die ich 5 Jahre lang unterrichtete. Einmal, als ich vor der Toilette kniete, fragte Gott mich: Was tust du da? Was tust du da? Niemand kümmert sich um mich. Ein anderes Mal, als ich auf dem Badezimmerboden saß und mir die Augen ausheulte, war ich im 7. Monat schwanger mit meinem letzten Kind. Was tust du da? Weißt du überhaupt, wie lächerlich du aussiehst? Warum weinen Frauen im Badezimmer? Weil wir, wenn wir fertig sind,